وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. As well as Schwester, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also ich weiß nicht, die Brüder meinen gerade zu mir, viele sind gekommen, weil die Mischung bei euch, weil das im Internet breit gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wenn sich einer gestört fühlt, das soll mir Bescheid sagen. Nur ich möchte hiermit erstmal eine Sache ausdrücken. Ja, liebe Geschwister, für die Dauer brauchen wir keine Moschee. Es ist schön, dass da, wenn wir da in eine Moschee machen können, aber wir müssen von dem Gedanken loskommen, dass wir bei der Dauer abhängig sind von der Dauer in Moschee. Davon sind wir nicht abhängig. Der Prophet a.s. hat sowohl Dauer in der Moschee gemacht, als auch Dauer auf den Marktplätzen gemacht, als auch Dauer in Wohnungen gemacht. Er ist zu Häusern gegangen. Ein großer Teil seiner Da'wah war in einem Haus von einem Sahabi, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Ein großer Teil seiner Da'wah, insbesondere Mekka. Liebe Schwestern im Islam, ich habe gerade eben mit einem Bruder draußen gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt, und wie sieht es aus in Düsseldorf mit der Eroberung? Ja? Wenn ich von der Eroberung rede, dann meine ich natürlich die Eroberung der Herzen. Nur nebenbei. Auf jeden Fall, da meint er zu mir, ja, es geht so, wir haben in Düsseldorf so ein großes Potenzial, aber wir sind zu schwach. Was würdet ihr darauf antworten? Ihr sollt mir jetzt nicht die Antwort geben, wenn ihr hört, wir sind zu schwach. Ja? Ihr solltet die Antwort im Herzen haben. Ja, er hat gesagt, wir sind zu schwach. Meine Antwort darauf war gewesen, da müsst ihr stärker werden. Das ist die Lösung. Das heißt, da muss man sich Gedanken machen. Und hier ist etwas ganz Wichtiges, liebe Schwestern. Am Anfang jeder Arbeit steht das Ziel. Man muss ein Ziel haben. Und dann muss man gucken, wie man zu diesem Ziel kommt. Wie gerät man zu diesem Ziel? Wie kommt man an das Ziel? Und dann muss man auf diesem Weg zum Ziel standhaft sein. Das ist nicht nur im Islam so, das ist in jeder Sache in der Welt so. Beispielsweise Fußball. Diego Maradona, der ist mir jetzt schon out, aber den kennt ja so gut wie jeder. Was war mit ihm? Von Kindheit an hatte er das Ziel, er will mal der größte Fußballspieler werden. Und dann hat er den Weg zum Ziel bestimmt, das heißt hartes Training. Und er ist sogar mit dem Fußball ins Bett gegangen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, was unser Ziel ist. Wenn ich von Eroberung rede, ja, habe ich schon gesagt, dann rede ich von Eroberung der Herzen. Und hier möchte ich eine Sache für uns erstmal, dass wir die uns vor Augen führen. Das Herz eines Muslims, das muss Trauer empfinden, wenn es Leute sieht, die sich dem Islam zuschreiben, die in Bordells gehen. Wenn es Leute sieht, die sich dem Islam zuschreiben, Mädchen, die rumlaufen, wie Pamela Anderson bei Baywatch. Das Herz eines Muslims, also zumindest auf der Straße, das Herz eines Muslims muss Trauer empfinden, wenn es sieht, wie Menschen, die sich dem Islam zuschreiben, bekifft durch die Straße rumlaufen, sich die Nase ziehen und so weiter. Warum? Weil das Herz eines Muslims Allah liebt und für Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 2, Vers 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es welche, die sich neben dem allmächtigen Gott Allah Rivalen nehmen, die sie so lieben, wie man nur Allah lieben soll. Und dann sagt er, aber diejenigen, die glauben, die sind heftiger in ihrer Liebe zu Allah. Was heißt das? Was heißt das, Geschwister? Das heißt, wir müssen Allah mehr lieben niemals alles. Und wenn du Allah mehr liebst als alles andere, dann liebst du die Religion. Und dann liebst du den Propheten Muhammad a.s. Der Prophet a.s. hat gesagt, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Keiner von euch ist eher gläubig, bis ich ihn nicht lieber bin als sein Vater und sein Kind und alle Menschen. Bis ich ihn nicht lieber bin als sein Vater und sein Sohn und alle Menschen. Ich frage dich, ist diese Liebe bei dir so stark? Die Liebe muss bei dir so stark sein. Du musst sagen, ja, diese Liebe ist bei mir so. Und dann heißt es, wenn du siehst, dass Menschen die Religion nicht praktizieren, dann musst du Trauer empfinden. Und das ist, wie der Prophet a.s. gewesen ist. Manche Leute denken, der Prophet, die wollen das so darstellen, war irgendein Kriegsherr, der die Leute umbringen wollte. Schaut euch den Koran an. Das Schöne im Koran ist, dass der Koran nicht nur die Äußerlichkeiten wiedergibt, sondern darüber berichtet, was die Menschen in ihrem Herzen haben. Und er sagt zum Propheten in Surah 18, vielleicht möchtest du dich zu Tode kämen, zu Tode trauern an anderer Stelle, dass sie nicht an diese Botschaft glauben wollen. Das heißt, er empfindet Trauer darüber, wenn die Menschen diese Botschaft nicht praktizieren. Aber jetzt gehen wir zurück zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Der ist unser Vorbild. Allah sagt in Surah 33, Vers 21. Was sagt er dort? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الرَّسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hatte der das beste Beispiel. Der Prophet a.s. hat nicht nur Liebe empfunden und Hass empfunden und Trauer empfunden. Er hat nicht nur Trauer empfunden, wenn er gesehen hat, dass die Menschen sich von der Religion abwandeln. Er hat nicht nur Liebe empfunden, Freude empfunden, wenn die Menschen diese Religion praktizieren. Und hier möchte ich etwas sagen. Es gehört zum großen Nifar, wenn jemand Freude empfindet, dass sich jemand von der Religion abfindet. Und Allah sagt über die Munafiqun, Innal Munafiqin fi darakil asfali minan nar. Die Munafiqun sind im tiefsten Höllenfeuer. Deswegen, die guten Taten, die Ibadat des Herzens sind Ruh und Tawhid. Die sind die Seele des Tawhids. Dass man für Allah liebt, dass man für Allah verabscheut. Und diese Liebe für Allah, die muss bei uns aber etwas bewirken, wie beim Propheten. Nämlich, dass man sich bewegt. Es nützt nichts, traurig zu sein. Es nützt nichts, Liebe zu empfinden, wenn das nicht zu Taten kommt. Was ist der Beweis dafür? Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 31, Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'un yuhbibkum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Das heißt, du musst ihm folgen, du musst etwas tun. Diese Liebe muss zu was führen? Zu Taten. Und das muss man wissen, die Liebe zu Allah muss zu Taten führen. Das heißt, wenn wir sehen, dass dort draußen Menschen sich von dieser Religion abwandern und wir es lieben, dass sie zurückkehren. Guck mal, wie viele drogenabhängige Muslime gibt es in Düsseldorf? Wie viele Musliminnen gibt es, die vielleicht einen Freund haben oder Muslime, die eine Freundin haben? Ohne Ende. Stimmt das, habe ich recht? Ja, es ist so. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen gucken, was können wir tun, um diese Menschen zurückzubringen. Wir müssen Trauer für sie empfinden. Und wir müssen Liebe für sie empfinden, dass sie zurückkommen. Eine Sache wollte ich dazu sagen schon. Mein Cousin, ja, wird Allah ihm recht halten. Lass uns das sagen. Eine Sache. Mein Cousin, wird Allah ihm recht halten, ja? Der ist schon so tief im Haram drin, ich habe ihm gesagt, bitte Bruder, fang an zu beten. Mach diesen Haram weiter, aber wenigstens fang an zu beten. Weißt du, was er mir gesagt hat? Er hat mir gesagt, Allah, ich würde anfangen, so sehr gerne zu beten. Aber mein Herz will nicht, hat er gesagt. Mein Herz ist geschlossen, es will nicht. Ich will, aber mein Herz will nicht. Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, das Herz ist die Grundlage. Deswegen, lasst uns heute einen Anfang machen. Wir haben jetzt das Ziel. Wir haben jetzt das Ziel vor unseren Augen. Was ist das Ziel? Unser Ziel ist es, wir wollen, dass die Menschen praktizieren. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu diesem Ziel? Liebe Geschwister im Islam, wie kriegen wir diese Jugend von der Straße? Wie können wir ihnen die Liebe für die Religion Religion vermittelt? Das ist die Frage. Und die Antwort darauf ist, liebe Geschwister, wir können das nicht tun, indem wir warten, dass sie sich in die Moschee verlaufen. Viele Leute denken heute, ja, wir haben doch eine Moschee, sollen sie da hingehen? Liebe Geschwister im Islam, es gibt viele Jugendliche, die haben kein Elternhaus, das praktizierend ist. Und die haben vielleicht sogar eine Grundliebe für den Islam im Herzen, aber die haben keinen, der ihnen den Weg zeigt. Also was müssen wir tun? Du musst verantwortlich sein. Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Fang du an. Schau, was du tun kannst. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet a.s. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 74, Vers 1, zum Propheten a.s. Der zweite Befehl, der erste Befehl war, Ikra, lies. Der zweite Befehl war, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir. O Gesandter, stehe auf. Stehe auf. Und warne, der ist eingehüllt. Der hat gerade einen Schock bekommen, Engel gesehen, ja? Das ist verständlich, der hat einen Schock. Aber das nützt nicht, stehe auf. Deswegen sage ich zu dir, stehe auf. Deswegen ist die Frage, liebe Geschwister, was können wir tun? Was können wir tun? Und ich sage euch eins. Immer wenn der Islam nach vorne kommt, immer wenn mehr Leute den Islam praktizieren, kommen auch diejenigen, die dagegen arbeiten. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist der Koran, ist die Sunna. Ich gebe euch erst auf der Sunna. Als der Prophet a.s. als in Dhul-Hijjah des 6. Jahres Hamza ibn Abd al-Muttalib und Amr al-Khattab den Islam angenommen haben, dann haben sich die Quraysh zusammengesetzt und haben einen Plan geschmiedet, wie sie die Muslime platt machen können. Warum? Weil sie gesehen haben, dass der Islam gerade stark geworden ist. Weil sie das gesehen haben, also haben sie die Wege, wollen sie verschließen und dann kam es danach zu einem 3-jährigen Boykott, wo sie Banu Hashim dazu zwingen wollten, den Propheten auszuliefern, um ihn zu töten. Das heißt, sie haben darauf reagiert. In Deutschland, Brüder, vor 10 Jahren hätten wir es nicht so gesehen wie jetzt hier, so für die Jugendliche und mit Bart oder auch ohne Bart und Frauen mit Kopftuch und Niqab und so weiter. Vor 10 Jahren war das nicht so. Vor 10 Jahren gab es nicht über, Bruder, ich war vor 10 Jahren, im Jahre 2003, schon unterwegs gewesen. Da musstest du suchen, dass du irgendwo was findest. Es war nicht so gewesen wie jetzt, wo jeder etwas mitbekommen hat, wo jeder weiß, fragt nach Koran, fragt nach der Sunna. Das heißt, es ist nach vorne gegangen. Verfassungsschutz sagt, die Zahl der Salafisten, also in Klammern, praktizierende Muslime, das ist jetzt der Name von Salafisten. Ja, stimmt. Weil wenn du sie fragst, ja, was heißt das denn? Ja, was ist das ein Salafist? Das ist einer, der sich an dem Islam des 7. Jahrhunderts orientiert. Ja, an was orientieren wir uns denn? Wenn jeder Muslim, der den Islam ernst nimmt, muss sich daran orientieren. Der Prophet a.s. sagt, meine Umma wird schon 73 kommen, alle sind Feuer außer einer. Wer ist diese Gruppe, die nicht im Feuer ist? Die, auf dem basieren ich und meine Gefährten. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschieden einsehen. Also was ist die Lösung? Dann sagt er, so haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Das ist die Lösung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wer sich dem Gesandten entgegensetzt, wer sich dem Gesandten entgegensetzt und einen anderen, nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist, und einem anderen Weg als den der Gläubigen folgt. Was sind die Gläubigen? Das sind die, die mit dem Gesandten zusammen sind. Allah subhanahu, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Allah sagt in Surah 2, Vers 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Und wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, das heißt die, die mit dem Gesandten sind, dann sind sie recht geleitet. Allah sagt in Surah 9, Vers 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Die vorausgeeilt für die Muhajirun und Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen, das heißt, die sich ein Vorbild an ihnen nehmen. Mit denen ist Allah zufrieden, Allah ist mit ihm zufrieden. Das heißt, natürlich muss man sich an ihn orientieren. Das heißt nicht, dass man sich die Zähne putzen können mit der Zahnbürste oder dass wir kein Auto führen können. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern das heißt, wenn ich bete, bete ich so, wie der Prophet es gezeigt hat. Das heißt, ich mache jetzt Breakdance in der Disco und Salto und sage, das war Ibadah gewesen. Das heißt nicht, ja, warte mal, da gibt's, ich erfinde jetzt noch einen anderen Engel, ja, der Engel, der mit der Harfe spielt oder so, oder mit der E-Gitarre. Ja, nee, ich muss die Akida so haben, wie der Prophet, a.s., damit gekommen ist. Bruder, und deswegen, das ist wichtig, das ist der Mensch der Salaf. Das ist der Weg zum Paradies. Das heißt, Alhamdulillah, wir haben Fortschritte gemacht. Sie sagen, man hat sich verdreifacht. Aber deswegen ist die Frage, Brüder, wie können wir es verhundertfachen? Wie können wir es verhundertfachen? Wir dürfen unsere Augen nicht schließen. Wir wollen, dass die Leute beten. Wir wollen, dass unsere Geschwister zurückkehren. Wir wollen, dass die Nicht-Muslime dieses Licht sehen und Mitteil daran haben. Liebe Geschwister im Islam, der Prophet a.s., der ist zu einem jüdischen jungen Gesellen, jungen Menschen gegangen, der im Sterben lag. Als er schon einen islamischen Staat hat, ist zu ihm alleine gegangen. Stell dir vor, Frau Merkel kommt zu dir zum Krankenbett. Der Prophet a.s. persönlich geht zu diesem Jungen, der kein Geld hat, der keine Macht hat, von dem der Prophet a.s. nichts profitieren kann, außer eins, dass er den Lohn dafür kriegt, ihn recht zu leiten. Und der Prophet a.s. sagt zu ihm am Krankenbett, am Sterbebett, nehme den Islam an. Und dann nimmt er den Islam an am Ende und er geht raus und sagt, Alhamdulillah, der diesen Jungen, also gelobt sei Allah, der diesen Jungen vor der Hölle gerettet hat. Das ist der Mensch. Aber jetzt die Frage, Brüder, wie kommen wir dorthin? Ich habe eben schon gesagt, immer wenn der Islam nach vorne geht, wird er auch bekämpft. Eine Methode davon ist, dass man versucht, Moscheen einzuengen und zu unterdrücken. Man sagt ihnen, lade nicht stehen ein, lade nicht stehen ein, lade nicht stehen ein, lade nicht stehen ein, lade nicht stehen ein. Warum? Weil diese Leute Folgendes machen. Diese Leute spalten die Gesellschaft. Diese Leute sagen, dass die Lebensweise, dass es Dinge gibt, die falsch sind. Diese Leute kritisieren die Götter und die Religion und sagen, dass die Menschen, die auf einer anderen Religion sind, ungläubig sind. Das sind die 4 Punkte, stimmt so, habe ich recht? Ja. So, pass auf. Der Prophet a.s., als er, da kam einmal zu ihm Utbay ibn Rabi'ah, einer der Führer der Quraysh. Der ist zum Prophet a.s. gegangen und hat zu ihm gesagt, ja, du bist ein Netter und wir kennen dich und Familie und so weiter und so fort. Aber du bist mit einer gewaltigen Sache zu deinem Volk. Erstens, du hast damit die Gesellschaft gespalten. Ja? Zweitens, du hast damit ihre Träume sozusagen für dumm und nichtig erklärt. Das heißt, ihre Lebensweise. Drittens, du hast damit ihre Religion und ihre Götter, hast du damit kritisiert. Oder hast sie schändlich gemacht, das heißt in anderen Worten als falsch erklärt. Und du hast damit zu Kuffar erklärt, wer von ihren Großvätern, von ihren Vorvätern gestorben ist. So, diese 4 Sachen, genau das, was sie uns heute vorwerfen. Noch vor kurzer Zeit schon in der Zeitung, Pierre Vogel hat sich dafür entschieden, die Gesellschaft zu spalten. Ist das ihre Behauptung? Ja? Genau so haben sie es dem Propheten behauptet. Alhamdulillah, ich danke Allah, dass sie mir diese Eigenschaft auch zugeschrieben haben. Ich danke Allah dafür. Guck mal, und ich danke Allah dafür, dass sie mich kritisieren, dass ich diese Leute zu Kuffar erklärt habe. Alhamdulillah, ich danke Allah dafür. Das ist der Vorwurf, den sie dem Propheten a.s. gemacht haben. Das ist für mich die größte Tazkiyah, das ist für mich der größte Lob überhaupt. Jetzt. Ja? Und ich danke Allah dafür, dass sie mich kritisieren, weil ich sage, dass der Islam die einzige wahre Religion ist. Alhamdulillah. Ich danke Ihnen dafür. Ich danke Allah dafür, dass Sie mich deswegen kritisieren. So. Aber guck mal, was Sie dem Propheten dann angeboten haben. Sie haben gesagt, guck mal, wir geben dir so viel Geld, wie du willst, aber lass es. Sinngemäß. Wir machen dich zum Führer über uns, aber lass es. Wir machen dich zum König über uns, aber lass es. Was hat der Prophet gemacht? Der ist keinen Millimeter zurückgegangen. Er hat nicht gesagt, ja warte mal, dann nehme ich erstmal das Geld und wenn ich das Geld erstmal habe, dann kann ich ja danach eine Islamschule gründen oder einen Buchverlag machen oder irgendetwas anderes oder ich werde erstmal der Präsident und dann, nee, der ist bei seinem Maßstab geblieben, weil für ihn die Botschaft wichtiger war als das Mittel, das Geld. Die Position, die Führerschaft ist ein Mittel, aber die Dauer, das heißt die klare Aussage zu sagen, das ist der wahre Weg, das ist das Ziel. Deswegen, wir opfern nicht das Ziel für das Mittel. Wir opfern nicht das Ziel für das Mittel, aber es ist so, dass sich halt einige gedacht haben, guck mal, wir wollen unsere Moschee haben, wir wollen keine Probleme haben. Deswegen, alles klar, wir haben unsere Moschee. Wir sagen erstmal, hat dieser Weg Erfolg gehabt? Das kommt darauf an, wie man den Erfolg bemisst. Wenn wir den Erfolg an Gebäuden messen, dann hat dieser Weg Erfolg gehabt. Wenn wir den Erfolg aber an Menschen messen und an Tawhid messen, dann hat dieser Weg keinen Erfolg gehabt. Sondern wir müssen sagen, dass in den letzten 40 Jahren in Deutschland die Jugendlichen vom Weg abgekommen sind. Jetzt, dann geben sie Geld aus. Sie geben Geld aus momentan. Sie versuchen, komischen Schulunterricht anzubieten. Sie versuchen, alles möglich kaputt zu machen. Das heißt, überall wird dagegen gearbeitet. Was können wir nun machen? Heißt das jetzt, ja okay, dann können wir nichts machen? Doch, wir können was machen. Bruder, ich sage euch eins. Macht Folgendes, ihr habt so viele Freunde. Ladet beispielsweise alle meine Vorträge runter oder von anderen Predigern, die den Manhaj der Salaf vertreten und trefft euch einmal die Woche in Wohnungen. Der Prophet a.s. hat bestimmte Sahaba zu Wohnungen geschickt. Okay, wir haben heute keinen Sahabi bei uns, natürlich nicht, aber wir haben Vorträge. Wir müssen die Mittel, die wir haben, nutzen. Trefft euch und diskutiert drüber. Ja, weil dadurch werdet ihr immer stärker. Das heißt, ladet die Vorträge runter und trefft euch in Wohnungen. Dann versucht einmal die Woche ein Islamprojekt zu machen. Für die Straße. Ich habe schon gesagt, Brüder, wir wollen, dass die Leute zurückkommen. Und glaub es mir, manche Brüder, manche Schwestern, die brauchen nur ein Wort. Das war schon zur Zeit des Propheten a.s. so. Also schau dir an, Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh war ein Muschrik gewesen. Das war nicht mal jemand gewesen, der sich dem Islam zugeschrieben hat. Musab ibn Umayr, er kam zu Musab ibn Umayr mit dem Speer. Dann hat zu ihm gesagt, hör mal, sagt zu seinem Cousin, Asad ibn Zurara, mir gefällt das nicht, was ihr hier macht. Ja, ihr kommt hier hin, seid die Schwachen und die Dummen von uns in die Irre am Leiten. Hier bei uns im Gebiet. Und du bist davon Vorteil am Ziel, weil du mein Cousin bist. Ja, und er hat den Speer dabei und er will dem sagen, macht euch vom Acker, auf gut Deutsch. Und dann sagt Musab ibn Umayr, wie wäre es, wenn du dich hinsetzt und du hörst, was ich dir sage. Und wenn es dir gefällt, nimmst du es an. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lehnst du es ab. Jetzt würden einige vielleicht sagen, wie kann er sagen, dann lehnst du es eben ab, der darf es nicht ablehnen. Wir wissen schon, was er damit meint. Er will ihm damit vermitteln, gucke doch, entscheide dich doch, schaue dir das doch selber an. Weil wir haben heute Leute, da sagt zum Beispiel einer, mach dir selber dein Bild vom Koran. Dann sagen sie, hey, man darf sich nicht selber ein Bild machen. Hier, Musab ibn Umayr, was hat er gesagt? Hier, entscheide dich, wenn es dir gefällt, nimm es, wenn es dir nicht gefällt, lass es. Okay, jetzt pass auf. Deswegen, ich will darauf aufmerksam machen, weil manche Leute versuchen immer, die Nadel im Heuhaufen zu suchen und jede Aussage, die einer macht, so zu interpretieren, um ihnen dann damit sozusagen eine Ohrfeige zu geben. Ja? Immer össen dann mit den Brüdern an. Aber pass auf. Jetzt, Musab ibn Umayr, der liest ihm den Koran vor. Und Sa'd ibn Mu'adh nimmt den Islam an. Und kurz danach geht er zu seinem Volk. Die Benul Eshel, dieser Stamm von den Haus. Davor waren nur in Medina gab es zwei Hauptstämme, Khazaraj und Haus. Und von den Khazaraj haben sehr viel den Islam genommen, von den Haus noch nicht so viel. Und dann sagt er, wer bin ich für euch? Ja, du bist der Intelligenzmensch, du bist unser Führer. Dann sagt er, okay, ich werde nicht mit euch reden, bis ihr den Islam angenommen habt. Bis zum Abend haben sie alle den Islam angenommen, so gut wie alle. Guck mal, ein Wort hat den Muschrik, der vorher Muschrik war, verändert. Deswegen, Bruder, wenn wir mit einem Bruder reden, wie oft haben wir es erlebt? Du gibst ihm etwas, du sagst ihm etwas, du erinnerst ihn ans Gebet, vielleicht in diesem Ramadan, und er verändert sich. Und das ist nicht schwer. Liebe Geschwister, wir haben beispielsweise das Street Hour Projekt. Wir haben doch DVDs. Brüder, setzt euch zusammen einmal die Woche, dann schaut euch einen Vortrag an, diskutiert darüber, danach schaut ihr, wie ihr weitergehen könnt. Ihr sagt zum Beispiel, wir haben Stadtteil XY hier in Düsseldorf, da wohnen viele Muslime. Gut, wir brauchen folgende DVDs. Dann legt ihr euch Geld zusammen, beispielsweise um 500 DVDs, Rohlinge zu kaufen. Ihr schickt uns die Rohlinge, pierrevogel.de. Ihr sagt, wir wollen folgende Vorträge. Quraysh im Islam, Islam und Gebet, Sinn des Lebens. Ja, und dann geht ihr in diese Viertel. Und dann sagt ihr zu den Brüdern, ja, Assalamu alaikum, wo kommst du her? Wo haben wir das her, wo kommst du her? Vom Propheten a.s. Der Prophet a.s. meistens, erste Frage, wo kommt ihr her? Wo ist der Beweis dafür? Ja, wir reden nicht ohne Beweis. Nachdem er aus Taif kam, er war in einem Garten, sie haben ihn mit Steinen geschmissen, dann 5 Kilometer später, er ruht sich aus, da kommt ein Junge, Ades mit Trauben. Da sagt der Prophet nachher zu ihm, der Prophet streckt die Hand zu den Trauben und sagt Bismillah. Dann sagt dieser Junge, dieses Wort sagen die Leute in diesem Land nicht, das habe ich sozusagen noch nie gehört. Dann sagt er, wo kommst du her und was ist deine Religion? Dann sagte er, er ist Christ von Nainawa, das ist im Irak. Da sagt der Prophet a.s., da hat er direkt einen Weg, wie er mit ihm reden kann. Ja? Da sagt er, Nainawa, das ist doch die Stadt von Yunus ibn Mettah. Da sagt er, woher kennst du Yunus ibn Mettah? Da sagt er, ist mein Bruder, ich bin ein Prophet, er ist ein Prophet. Und das, der Iman geht in sein Herz. Liebe Geschwister im Islam. Das ist das, was ich meine, rede mit denen. Du sagst, Salam alaikum, wo kommst du her? Wenn du denkst, er ist Muslim, sagst du Salam alaikum. Okay? So, wenn er dann sagt, er ist kein Muslim, kein Problem. Du hast mit der Absicht gemacht, du sagst, er ist Muslim. Und dann sagst du, ja, guck mal, ich habe hier ein Geschenk für dich. Hier, Sinn des Lebens, schau es dir doch mal an. Und dann entscheidest du, wenn es dir gefällt. Wenn es dir an, wenn es dir nicht gefällt, ist es nicht. So wie Musab ibn Umayr gesagt hat. Ne? Ganz einfach. Und du gibst ihm das nicht. Bruder, vielleicht nach Jahren schaut er sich das an. Oder ihr macht das Lies-Projekt. Bruder, die meisten, viele, die den Islam angenommen haben, weil sie den Koran gelesen haben. Ich bin einer davon. Koranübersetzung auf Deutsch. Deswegen, liebe Geschwister im Islam. Und dann sagst du, schau es dir an. Wenn es dir gefällt, nimm es an, wenn nicht, ja. Das ist deine Entscheidung. Du musst am jüngsten Tag selber mit klarkommen. Ja, aber, wir haben Geschichten. Ich habe einen Amerikaner getroffen in Katar. Vor 3 Jahren ungefähr. Vor 3 Jahren. Und er hatte mir erzählt, er hat den Koran am Anfang gelesen, die Übersetzung. Er sagt, er hat kein Wort verstanden. Dann verging eine Zeit. Dann hat er sich das nochmal durchgelesen und auf einmal hat er alles verstanden. Also was heißt alles verstanden, aber da ging der Iman in sein Herz. Weil der Tawfiq, der Erfolg kommt im Endeffekt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber so geht man vor. Liebe Geschwister, ich bin hier hingekommen, um eine Lawine auszulösen. Als kleiner Schneeball zu kommen, der zur Lawine wird. Ich bin gekommen mit einem Funken, der in eurem Herz zu einem Feuer werden soll, womit wir diese Religion verbreiten, ja, das auf diese Art und Weise. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen etwas mit auf den Weg geben konnte. Etwas mit auf den Weg geben konnte, dass ihr wirklich aus diesem Ramadan rausgeht und euch sagt, hey, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas verändern, wir müssen der Grund für Veränderung sein. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie das ändern, was in sich selber ist. Stell dir vor, du vielleicht vor Jahren, du warst vielleicht nicht praktizierend. Wie wichtig wäre es für dich gewesen, dass jemand zu dir kommt und dir Stolz für den Islam vermittelt. Brüder, wie viele Geschwister haben wir gesehen? Die brauchten nur ein kleines Wort. Vor ein paar Jahren kam ein Türsteher zu mir, ja, in einem Vortrag. Und er hat mich gefragt, ja, was er machen soll. Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, mache Dua, dass Allah dich recht leitet. Mache Dua. Und der Bruder hat Dua gemacht. Und er steht jetzt da vorne, mit dem Bart. Seht ihr? Deswegen, Leute, ich sage euch, helft den Brüdern. Wir müssen eine Stütze sein für sie. Helft den Geschwistern. Das ist meine Botschaft, kurze Botschaft am Abend. Inshallah, ich mache jetzt noch mal ein bisschen Pause. Inshallah. Jazakumullah khairan. Alles okay bei euch? جبت لهم بس مكان ان شاء الله. احبكم في الله، ich liebe euch für Allah. Ich bin stolz, dass ich solche Brüder hier in Düsseldorf habe, Alhamdulillah. Das hier, das sieht eigentlich schon fortgeschritten aus, ne Bruder? Das sieht eigentlich schon fortgeschritten aus, ne? Alhamdulillah. Quraysh Aui. Quraysh gibt es. Ja, genau. Wo sind die Tunesier? Sie haben wir Tunesier hier auch? Ah ja, klar. Behi Barsha. Müssen beserf. Ich darf die Marokkaner nicht schon essen. Okay, ich mach kurz Pause, inshallah. Sekunde noch her.